Ja, hallo Freunde, Istanos hier. Wieder bei einer neuen Runde Let's Play Battlefield 3 im Multiplayer. Und nach dem ganzen Armored Kills, fette Maps Zeug, heute mal eine gesunde Runde Team Deathmatch auf Caspian Border oder auf Kaspische Grenze oder wie man will. Ich habe dabei die AEK mit Schalldämpfer, Cobra Visier und Frontgriff. Wenn es interessiert, ich sag's einfach mal. Ja, groß zu erzählen, meine Woche. Ich bin immer noch etwas krank. Werde deswegen auch heute nicht ins Fußball gehen. Was heißt, dass ich ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen habe? Was heißt, ich werde wieder Minecraft aufnehmen und so einen Scheiß halt, den ganzen Rotz. Alles, was es so gibt, Amnesia werde ich mir vielleicht auch wieder aufnehmen müssen. Da gehen wir auch langsam wieder die Falken aus. Bleibe am Leben, mein Freund. Bisher läuft eigentlich alles ganz gut soweit. Reibungslos zwar nicht, aber... Ah! Motherfucker! Wo haben Sie denn Ihren Verstand gelassen? Wenn ich mit diesem Great Britain Ascent spreche, der voll dämlich ist. Oh. Zum Glück kann der Sniper kein Handy geben. Haha. So, was bleibt mir anders übrig? Ich muss mich umdrehen. Feindlicher Scharfschütze wurde in eurem Gebiet gesichtet. Over. Wo sind sie? Ah! Ja, da sind sie. Okay. Mit dem vorsichtigen Vorgehen ist wohl jetzt Schluss, weil hier einfach etwas zu viel los ist. Was haben wir denn freigeschaltet? M145. Ich bleib mal beim Cobra. Und pack mal da den Laserpointer drauf. Und für das Medikit den M320. Dann fallen mir mal vom Falschen, was voll sinnlos ist. Ha! Bitch. Oh, scheiße! Ah. Naja, mein Like a Boss aus der Luft mit M320, was irgendwie noobig ist, aber trotzdem... Ist doch wurscht! Wir sind nicht hier, weil wir gut Skill haben, sondern weil wir einfach nur spielen wollen. Ist ja nicht so, dass wir dadurch das Spiel kaputt machen. Wir sorgen einfach nur dafür, dass es sich tierisch aufregt. Und das ist eigentlich ziemlich lustig. So, könnt ihr bitte durch? Los, los! Ah, scheiß drauf. Ach, was versuche ich überhaupt mit der AEK auf die Entfernung? Das ist ja wirklich mehr als unmöglich. Das ist sehr, sehr schwierig. Autsch! Und ich weiß auch nicht, warum ich immer dieses mache. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie... Ich atme sehr gerne. Ich bin ein sehr belustigter Atmer. Das ist manchmal so... Weil, ja. Ich voll gespannt bin und warte ab, was passiert und so. Und so Sachen. Hinter mir ist ein Gegner, der killt mich gleich. Oh, doch nicht. Ich muss mal die Map hier ein bisschen größer machen, finde ich. Also ein bisschen, ja, dass ich näher sehen kann. Also eigentlich verkleinern, ich weiß auch nicht. Halt irgendwie so anpassen. Oh, doch nicht. Der ist schon tot. Ah. Oh, lol. Oh, oh, noob down, noob down. Oh, Alter, die fliegen ja viel weiter, als ich die in Erinnerung habe. Also, ich schieße ja eigentlich ganz im Ende 320 rum. Das ist irgendwie schon leicht assi, ne? Aber... Warum nicht? Wow. Haha, nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. So, da ist er wieder auf dem Bein.
der Kollege. Und ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Noob-tuben. Einfach weil es so schön ist. Wenn ich dafür einfach so schlecht im Tuben bin. Ihr seht ja, ich bin einfach kein Noob-Tuber, weil ich kann das einfach nicht. Scheiße! Deswegen finde ich, kann ich eigentlich schlecht Noob-Tuben sagen, weil man dafür doch ein bisschen Skill braucht. Ne? Also. Also ein Noob-Tuber steckt da auch bestimmt viel Training rein, oder? Von einem gewissen Standpunkt her. Ich brauche einen Sanitäter! So, erstmal wieder aufladen hier. Ja genau, schmeiß halt den ganzen Schutt auf mich drauf, du Arsch. Hä? Ach, du bist tot? Sag halt was, du. Oh, ja, jetzt bin ich tot. Wehe, du reanimierst mich jetzt nicht. Das ist ja nämlich ziemlich fies. Ich hab's nämlich bei dir auch gemacht. Komm schon. Ich pack mir... Ich pack mir das Medikit ein, damit ich mir ein bisschen... selbst damit einen Arsch abwischen kann. Ich will da nicht immer Hilfe zu brauchen. Okay, der respawnt vielleicht, da kann ich dir nicht helfen. Ach! Okay. Nun gut. Komm schon. Ja, ich kann auch nicht mehr machen, als mein Medikit hinschmeißen. Ja, das war sehr schlau. Ich glaube, wir machen mal Klasse. Ich glaube, ich sniper mal. Komm, ich habe schon nicht mehr gesnipert. Ich kann auch mal eine andere Sniper nehmen. Ich nehme immer bloß die L96, weil die einfach nur geil ist. Was haben wir denn? Die SVD nehme ich mal. Ach du Heiliger, sieht die ulkig aus. Die sieht so richtig aus. Ich bin eine fette Sniper. Ich habe ein voll fettes Rohr. Rohr. Das ist ja Halbautomatik, ne? Glaube ich. Ja, zumindest jetzt kein hier zum Ziehen Verschluss gehabt. Ah, aber die hat auch einen Rückschlag, meine Fresse, ey. Wie kann man mit sowas spielen? Sagt mir das mal. Das geht doch gar nicht. Oder? Warte mal. Ja, danke schön. Danke schön. Freut mich zwar, aber ich wollte eigentlich was machen. Vor allem, dass ich gleich wieder sterbe. Okay, dann testen wir hier mal was. Ich spiele ja sonst nie mit diesen anderen Snipern oder was mit S96. Und ich bin ja mal in diesen nehmen wir mal andere Waffen, die so eigentlich scheiße sind. Trips, weil... keine Ahnung. Das Spiel bietet so viele Waffen und man nutzt so wenig davon. Das finde ich irgendwie schade. Auch wenn ich hier keinen Nahkampf-Sniper aus der rausholen kann, irgendwie. Das war doch ein Treffer, du Arsch! Fall um! Okay, das war jetzt echt noobig. Scheiße. Okay. Schau mal, wie man die ein bisschen anpassen kann, wenn ich über die überhaupt schon anpassen kann. Nö. Kein Wunder, ich spiele auch nicht mit der, weil die scheiße ist. Was haben wir denn noch so? Für Snipers. Die JMG90. Die soll ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Ich sehe zumindest wieder dann nur... oh Gott, ich habe irgendwie kein Visier drauf, ne? Irgendwie kein Visier drauf, aber das ist ja auch egal, weil wir spielen ja ein Team Deathmatch. Tja, Arschloch. Das war's mit dir. So, erster Eindruck, die ist gut. Zweiter Eindruck, die ist scheiße. Ah, da liegt er rum mit seinem fetten MG. Was haben wir denn freigeschaltet für die Zubehör? Ballistik 12-fach. Na also, jetzt geht die Sache wieder los. Ich kann eigentlich jedes Sniper mit Ballistik 12-fach spielen. Hoffe ich. Wenn nicht, ist scheiße. Okay, durch den Busch-Sniper, das ist irgendwie doof. Da ist eine gute Posi. Okay.
Okay, ist nicht gerade so viel los. Da hinten steht immer noch der fucking Mörser rum. Ey. Oh, ja. Hä? Wieso hat denn der... Hat der jetzt hier aufgehoben, oder... Kann man eigentlich auch Sturmsoldat-Outfit haben mit einer Sniper spielen? Geht das? Oder irgendwie... keine Ahnung... Versorgung spielen und dabei doch ein Medikit dabei haben oder sowas? Oder Defi? Keine Ahnung. Mich interessiert nicht. Ich schätze mal nicht, weil das wird ja komplett das Klassensystem aufheben, was ja dämlich wäre eigentlich. Zumindest für Battlefield. Aber... Ja, Junge, du überlebst jetzt nicht mehr. Ja, hier muss ich auch mal aus dem Zoom raus, weil ich noch keinen Geradezugverschluss habe. Augen offen halten, hab einen feindlichen Sniper gesichtet. Alter Falter. Was? Ja genau, ich schieß mit meiner Sniper ein ganzes Auto kaputt. Sonst noch Wünsche. Sie können mich kreuzweise am Arsch lecken, Sir. Mit Auszeichnung. Ah. Aua. Hier ist aber auch keiner, da ist einer. Irgendwo im Busch. Das kann doch nicht sein, ey. Kommt mal, Leute. Ein bisschen mehr Action hier. Wieso sage ich überhaupt noch irgendwas? Nicht gleich so viel Action, Leute, ey. Ihr müsst schon das Maß kennen. Ach, du gehörst zu mir, okay. Der da gehört nicht zu mir. Der sagt da hinten. Der tot ist. Ach, kommt schon, Leute. Gib mir ein bisschen Stoff zum Töten. Dass ich auch nie einen von meiner Flinte sehe. Ja, genau, und ich fall nicht um. Und ich werd beschossen. Ach, fickt euch doch. Wie wohl dann ist jetzt noch ein Mörser am Anfang, ey? Packt mal euren Mörser wieder ein. Die dicke Rohr könnt ihr sonst wohin stellen, aber nicht in meine Wege. Ja, Junge, bist du wohl tot, ne? So, kommt schon. Na, komm raus. Komm raus. Ich weiß, dass du es willst. Du willst es. Du willst rauskommen. Na, nicht rennen. Nicht rennen, du Arsch. Nicht rennen. Da ist der Mörser. Okay, dann werde ich mal meine Mörser vornehmen. Wenn ich das denn überlebe hier. Natürlich, kommt gleich einer mit dem MG. Ich habe ja noch keine freie Sicht auf den Mörser. Weshalb das Töten schwierig ist. Okay. Ah! Naja, das war jetzt wirklich ein Battle, was ich nicht gewinnen kann. Außer der Schuss wäre eingeschlagen, aber sowas wollen wir ja nicht verlangen. Vom guten Schicksal. Und ich kann auch nicht verlangen, dass ich mir irgendwie mal die Stoppuhr stelle. Wie lange nehme ich denn auf? Ich habe keine Ahnung. Auch kein Zeitgefühl. Ohne Scheiße, ich habe kein Zeitgefühl. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich beende jetzt hier, weil lieber etwas weniger als etwas mehr. Also etwas zu viel, also wenn ihr jetzt so 50 Minuten habt, das ist scheiße. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Also mal jetzt hier einfach mal einen Cut hier. 12. Adler und so. Ich bin voll Pro.
Full Pro mit Versprecher. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Battlefield 3. Also es kam mir ein bisschen kurz vor, aber auf meiner Uhr steht schon, wir sind schon bei 50. Aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich schätze mal so gegen 30 werde ich angefangen. Also müsste so ungefähr zwischen 10 und 20 Minuten sein. Naja, auch egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Viel Spaß noch. Und tschö.